وأيدناه بروح القدس. Also hier ist die Rede von Isa ibn Maryam. Und stärken ihn mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist hier Jibril gemeint. Ja? Ruh al-Qudus. Immer wenn ihr im Koran Heiliger Geist liest, dann ist damit wer gemeint? Jibril alayhi salatu wasalam, der Erzengel Gabriel. Wallahu a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.